Hallo Freunde der freien Waffen, der Luftgewehre und Luftpistolen, in welcher Art auch immer. Heute habe ich mal eine Knicklauf-Luftpistole hier. Die hat mir der Mario zur Verfügung gestellt aus dem WPU-Forum. Herzlichen Dank, Mario. Es ist eine Webley Typhon, eine Feder, Knicklauf, Luftpistole und ja, die möchte ich heute mal kurz vorstellen, kleine Angaben dazu machen in der Beschreibung. Da ist für mich nicht allzu viel zu sehen, weil das alles auf Englisch ist. Das habe ich bloß einmal rüber geguckt und wieder weg. Gepackt. Darum habe ich dann die Pistole selber gemessen. Sie hat also eine Länge von 37 cm von Mündung bis hinten. Sie hat eine Länge mit Spannhilfe von insgesamt 46 cm. Die Lauflänge von hier bis hier beträgt 17,7 cm. Sie hat eine offene Visierung, bei der Kimme und Korn verstellbar sind. Das Gewicht der Pistole habe ich mit 1,46 kg gewogen. Man kann, die Pistole hat auch eine 11 mm Schiene, man kann also auch ein Red Dot draufsetzen. Ich habe es mal kurz probiert, aber Red Dot ist nicht so mein Ding. Dieses hier ist ein Red Dot 1x30. Ich habe keine Herstellerinformationen darauf gefunden. So, wie gesagt, dazu gehört auch eine Spannhilfe. Ansonsten ist es ganz schön schwer, diese Pistole zu spannen. Dann schauen wir mal, ob da irgendwo groß was draufsteht. Powerlock Inside Webley Typhon steht auf dieser Seite. Hier haben wir nochmal Webley. Das F-Zeichen, eine Nummer. Kaliber 4,5 Diabolo. Und auf der Seite ist nichts. Die Pistole hat einen Keilverschluss. Ich habe schon mit ihr geschossen. Sie schießt also, sag ich mal, gewöhnungsbedürftig, wie alle Knicklaufluftpistolen, relativ präzise. Es macht Spaß, mit ihr zu schießen. Die macht schöne Löcher in der Scheibe. Aber am meisten Spaß macht das, was ich persönlich auch am meisten mag, nämlich Klinken. Ich selber habe auch eine Knicklauf-Luftpistole. Ich habe die Perfecta S3, die ist etwas schwächer wie diese hier. Habe ich aber bewusst so gekauft, weil ich damit den Winter über auch ein bisschen mit Pistole plinken möchte. Und zwar in meiner Garage auf maximal 7,5 Meter. Da ist das vollkommen ausreichend und macht nicht ganz so viel kaputt wie eine stärkere Waffe. So, dann habe ich noch aufgebaut, was vielleicht auch zu sehen ist. Machen wir mal ein bisschen höher. Den Kroni S3. Und ich werde einen kleinen Kroni-Test machen, und zwar mit zwei Munitionssorten, einmal die Gecko, RWS Gecko Flachkopf Diabolos . Wir haben ein Gewicht von 0,48 Gramm. Nur erstmal die genau, nee. 48, okay. Mach mit 3 Schuss, werde diese auch notieren.
und ansagen. Dann schauen wir mal, was diese Pistole so drauf hat. Also, wie gesagt, zuerst Gecko. Schuss Nummer 1. Meter die Sekunde. Macht 6,7 Joule. Mein lieber Herr Langverein. Kommen wir zum Schuss Nummer 2. 166 Meter. 6,6 Joule. Und kommen wir zum Schuss Nummer 3. Und 166 Meter. 6,5 Joule. Das ist schon mal eine schöne Leistung. Weiter kommen wir zu den Fischbull. Die sind etwas leichter, 0,47 und auch 3 Schuss. 166 Meter, die Sekunde 6,5 Joule. Und hat 65 Meter, 6,4 Joule und den dritten noch. Und hat 61 Meter. 6 Joule. Ja, die Leistung meiner Perfekta S3 liegt so bei 2,5 bis 3 Joule, also ganz klein wenig weniger als die Hälfte. Ups, das war ein Stoß dagegen. Die habe ich nochmal, wenn man es lesen kann, die Werte vom Kronitest. Ja, kommen wir zum Fazit. Die Pistole ist trotz ihres Gewichts ziemlich handlich, man kann sehr gut damit schießen. Die Pistole ist präzise. Was mich persönlich jetzt stört, ist, dass ich eine Spannhilfe brauche, um die Pistole zu spannen, was aber bei dieser Leistung der Waffe auch nötig ist. Bei dem kurzen Lauf, dem spitzen Korn, da würde man sich eine Stelle in die Hand drücken, die vielleicht auch ein paar Tage wehtut. Da ist es also notwendig, um vielleicht Dosen
Wände durchzuschießen und vielleicht ein paar Ziele zu zerstören, da ist das auch angebracht. Ich persönlich schieße auf Klappziele und auf Scheiben und da reicht mir die S3 vollkommen aus und sie lässt sich auch sehr gut ohne Spannhilfe knicken. Man kann hier bei dieser Pistole natürlich die Spannhilfe auch drauf lassen, aber dann, wie gesagt, erinnert es mich schon fast an ein Gewehr, dann würde ich doch lieber ein Luftgewehr nehmen. So, das war's zu der. Machen wir mal den R2 aus. Das war's zu der Webley Typhoon von meiner Seite. Ich werde noch ein paar Tage damit schießen und dann schicke ich dieses Teil zurück an Mario. Bedanke mich. Schaut bei WPU rein und bei den YouTube-Lern von WPU und ja, dort kann man sehr viele interessante Sachen lesen, anschauen und diskutieren. Ich bedanke mich. Bis dann.